Also fangen wir an. Im Namen der LUGA auch von mir mal herzlich willkommen. Ihr sitzt jetzt hier im Vortrag zum Aufbau von sicheren Netzen mittels SSH von jemand, der uns fast jährlich besucht, glaube ich. Vielen Dank dafür. Herzlich willkommen, Richard Albrecht. Schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Und ich habe, glaube ich, bis auf eine Ausnahme auf fast jedem Linux-Tag hier was gemacht. Und der Grund, warum ich das gemacht habe, ist ganz einfach. Als das mit der LUG anfing, mit dem Linux-Infotagen, war ich immer da und ich habe gesagt, Mensch, mich interessiert keine Kernel-Entwicklung, mich interessiert das nicht, das nicht. Ist was dabei für mich? Es war nichts dabei. Also habe ich angefangen, die Vorträge zu machen, die für mich sind. Und das ist einfach das Ergebnis. Und in letzter Zeit bin ich auf SSH gekommen. Kennt jemand nicht SSH? Okay, ihr wisst alle, wie das geht. Das heißt, ich breche jetzt ab und dann, das war's dann. Oder soll ich ein bisschen was erzählen? Okay, gut. Das heißt, ich bin, ist klar. Ich mache hauptsächlich, habe früher Bildbearbeitung, C++-Entwicklung gemacht, dann eine Zeit lang Middleware und jetzt bin ich Senior in Görlitz mit Linux. Wo Görlitz ist, weiß jeder. Das ist nicht in Polen. Görlitz ist aber keine geteilte Stadt, sondern die eine Hälfte der Stadt liegt tatsächlich in Polen. Und es ist eine gemeinsame Stadt. Das ist das Wunderschöne an dieser Stadt. Es gibt keine Grenze. Okay. Der PC ist zur Privatsphäre geworden. Private Sicherheit wird immer wichtiger. Und da gab es irgendwann mal eine Änderung des Grundrechts. Da ist der Inhalt dieses Computers sozusagen zum Bestandteil der Wohnung geworden. Das heißt, wer illegal in die Rechner eintritt, verletzt das Hausrecht des Besitzers. Deshalb der Vortrag, es ist ein Grundfehler, dass das Internet nicht verschlüsselt ist. Das heißt, wir haben den Zustand, wir können den nicht ändern. Das heißt, wir verschlüsseln das, was wir können. Bei Webseiten nehmen wir HTTPS, ob das funktioniert oder nicht, ist nicht mein Thema. Wenn wir auf beiden Seiten Zugriff haben und wollen eine Verbindung dazwischen haben, können wir SSH benutzen. Das heißt, den Teil, den wir unter Kontrolle haben, immer verschlüsseln. Und Kryptographie dient der Durchsetzung eines Rechtes, was hier steht. Das ist nicht irgendetwas, das kann uns also keiner verbieten. Was ist SSH? Ich sage immer, SSH ist nicht einfach ein Terminal. Das heißt ja Secure Shell, aber es ist eigentlich keine Shell. Es ist eine universelle Verbindung zwischen zwei Rechnern. Ich habe das ein bisschen so gemacht, das ist SSH und da kann man beliebig Ports hier reinschicken, da wieder rausholen, das können hier ganz andere sein und ich brauche noch eine Authentifizierung dazu, um sicher zu sein, ich bin auch auf der richtigen Seite. Das heißt, alles, was irgendwie auf dem Port hört oder auf dem Port irgendetwas sendet, kann ich mit SSH über das Netz schicken. Die Software braucht dazu keinen SSH. Das heißt, das sind so die Dinge, die man machen kann. Ich kann natürlich ein Terminal machen. Ich kann grafische Programme umleiten. Ich hoffe, ich kann das dann zeigen. Dann habe ich einen File-Manager. Den kann ich natürlich auch mit SSH durchleiten. Also alle File-Manager in Linux können es mit SSH umgehen. In Windows ist das Äquivalent dazu WinSCP. Dann kann ich beliebige Programme eben durchleiten, dann kann ich einen Proxy machen von einem anderen Rechner, dann sieht das so aus, als gehe ich mit dem anderen Rechner im Netz. Mit SSH ist alles kein Problem. Das ist das, immer das Familiennetzwerk, was ich gerne zeige. Ich tausche in meiner Familie generell Daten über SSH aus, mit Drag and Drop, und schreibe also nur noch eine Mail, ich habe dir wieder was hingestellt. Das heißt, was da hingestellt wird, erfährt der Mail-Provider eben nicht mehr. Ich verschicke keine Anhänge, sondern mit Drag and Drop über SSH alles. Dann Fernzugriff. Wenn ich anderen helfen will, kann ich das natürlich mit SSH machen. Da gibt es aber ein paar Probleme. Das erste ist Datenschutz. Wenn ich jemandem helfen will, muss der natürlich wissen, dass ich ihm helfe. Ich kann nicht also illegal in seinen Rechner hineingehen. Er muss es wissen, muss auch wissen, wie er das prüfen kann. Und es ist Vertrauen nötig. Wenn das nicht da ist, dann bitte Finger weg von SSH, wenn es nicht mein Rechner ist. Das ist ein Netz zwischen Benutzern, die sich gegenseitig vertrauen. Internet hat inzwischen jeder zu Hause. Jeder hat ein oder zwei oder 50 Rechner zu Hause, ist egal. Ich habe zu Hause einen Webserver im lokalen Netz, den ich dann natürlich nicht gerne ins Internet stellen will, aus Sicherheitsgründen.
Ich brauche nicht 4 Milliarden Benutzer im Internet für den Webserver. Ich brauche 20. Das reicht. Ich habe normalerweise hinter irgendwelche Devices, die mir die NAS-Übersetzung machen im Router. Ich muss natürlich, wenn ich einen Webserver habe und will den von außen sehen, muss ich was am Router machen. Und dann kann ich das machen. Und X2Go ist auch draußen der Stand. Das zeige ich dann auch noch. So sieht das aus. Ich habe hier einen SSH-Server stehen und die Leute können da durchgreifen. Das heißt, die können mir was schicken, senden und sowas. Und ich muss diese Adresse freigeben im Netz. Das kann man über dünn DNS lösen. Und ich habe natürlich meinen Router entsprechend umgebaut, dass das geht. Das heißt, die kommen zu mir rein. Jetzt drehen wir das Ganze rum. Ich will Fernwartung machen. Ich will Leuten helfen. Das heißt, ich muss hier rein. Ich weiß aber erstens nicht, wo der Rechner steht. Ich kenne nicht die IP-Adresse. Die sind normalerweise hinter einem Router. Es gibt dort Provider, die ich nicht kenne. Wenn ich jetzt am Telefon anrufe und sage, gib mir mal deine IP-Adresse, ernte ich Stillschweigen. Die fragen mich groß, ja, was ist denn das? Ich habe keine. Dann frage ich, wo steht denn dein Router? Ich habe keinen. Doch, du hast einen Router, guck doch mal unter deinen Schrank, da steht irgendwas aus Plastik. Ja, da steht so ein weißes Plastikkästchen, ja, da sind Drähte dran. Das heißt, wenn ich dann noch sage, log dich mal in den Router ein und stelle Port Forwarding ein, es geht nicht. Das heißt, ich musste eine Lösung finden, auf Basis von SSH, um dort hineinzukommen. Und da kommen wir dann dazu, wie das funktioniert. Warum nicht VPN? VPN gibt es Standardlösungen. Ich halte VPN persönlich für sehr komplex. Es ist teilweise schwierig aufzusetzen und ich brauche sehr oft auf beiden Seiten die Software aus dem gleichen Haus. Also die Fritzbox macht was, dann der Mac macht was, der macht das so, der macht das so. Dann werden mit VPN Netze verbunden, nicht nur Ports. SSH verbindet Ports. Das heißt, ich will nicht das ganze Netz von der anderen Seite sehen. Das kann manchmal auch sehr unerwünscht sein. Ich will nicht alle Anwendungen dort sehen. Dann, das ist mir also selbst passiert, als ich noch gearbeitet habe, war ich mit VPN in der Firma und das war erlaubt, um also auch zu Hause arbeiten zu können. Das war sehr erwünscht. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass mein eigener Traffic über die Firma ging. Und das war natürlich das, was ich nicht wollte. Das heißt, VPN ist im Normalfall so eingestellt, dass der Traffic eben über das andere Netzwerk läuft. Wenn ich es so mache, als bei uns, bei mir war es so. Und das war, also ich habe dann seitdem VPN generell vermieden. Dann gibt es natürlich VPN-Anbieter mit Problemen, wenn ich öffentliche VPN-Anbieter habe. Und da gibt es hier bei Netzpolitik stand was und bei Heise stand was, dass die eben auch nicht so sauber sind, wie sie tun. Also vermeiden, SSH, es ist einfach. Ich habe die Ports, ich habe eine Authentifizierung über Passwort oder Schlüssel und die Verschlüsselung ist ausreichend. Ich sage bewusst ausreichend. Es reicht, damit niemand hineinkommt. Und es ist sicher. Und weil das so einfach ist, habe ich weniger Fehler. Ich kann weniger falsch machen. Also statt VPN, SSH benutzen, da muss ich zwar für jeden Port etwas tun, aber ich habe eine deutlich bessere Kontrolle. Und SSH geht durch Firewalls. Was brauche ich, um SSH zu benutzen? Ich muss natürlich ein bisschen was wissen, wie installiere ich Programme, Synaptic, Apt-Get und so weiter. Ich muss wissen, wie gehe ich mit der Hilfe um. Ich muss also ein bisschen wissen, wo steht irgendwas über SSH, dass ich weiterkomme. Es gibt extrem viele Informationen über SSH, aber es gibt nur wenig Informationen, wo also gebündelt steht, was mache ich. Die meisten Webseiten über SSH sind viel zu komplex. Da geht das, da geht das, es geht das. Das braucht man nicht. Dann Terminal. Die Leute, also viele Leute haben eine Angst vor dem Terminal. Wirklich das Trainieren. Man muss auf dem Terminal einigermaßen sicher sein. Man braucht nicht viel. Das, was man braucht, ist also Change Directory, wie werde ich root und editieren, Konfigurationen und so weiter. Also ich muss auch ein bisschen wissen, wo das steht. Dann muss ich ein bisschen wissen, wie funktioniert mein Netzwerk, was sind lokale Adressen, was sind externe Adressen, wie ist die Adresse vom anderen, was ist IPv4, was ist IPv6.
Dann, was ist die Rolle des Providers? Der liefert mir nämlich meine externe IP-Adresse. Das heißt, jeder braucht einen Provider, damit ich ins Internet komme. Ohne den geht es nicht. Viele haben einfach nur den Vertrag, ja, ich habe Internetvertrag, aber dass der eigentlich der Lieferant der Adresse ist, ist vielen nicht bekannt. Steht auch in den Verträgen meistens nicht drin. Dann alle Details lassen sich natürlich im Netz nachlesen. Ich verweise hier auf ein Video von mir. Ich selbst mag es nicht sehr, aber es ist eines der meistgesehenen Linux-Videos im Netz. Und da ist ein SSH-Teil drin und der erklärt im Prinzip das, was ich hier auch jetzt zeige und mache. Dann gibt es das natürlich bei der Lu oder Brun. X2Go hat ein bisschen was und oben SSH sowieso als Standardseite. Dann, erst ist SSH installieren, apt-get install SSH. Inzwischen reicht auch apt, das ändert sich ab und zu mal. Dann, der nächste Schritt ist, und das ist ein sehr wichtiger Schritt, die Standardinstallation von SSH lässt den Zugriff nach außen über Passwort offen. Aus gutem Grund. Das Erste, was ich mache, ich muss in dieser Datei, und jetzt muss ich natürlich wissen, wie komme ich da hin im Terminal, wie editiere ich die, mit Nano oder VI oder was mir immer da auch einfällt. Geedit geht auch. Das heißt, ich muss diese beiden Dinge abstellen. Damit Root Login No und Password Authentication No. Das heißt, ich kann mich über SSH dann nicht mehr mit Root einloggen, was gute Gründe hat. Und die Passwort-Authentifizierung ist auch abgeschaltet. Das heißt, das, was man immer so in den Medien liest, wieder mal 50 Millionen Passwörter geklaut aus irgendeiner Datenbank, geht uns damit nichts mehr an. Dann, das nächste Problem ist, ich muss den Router freischalten. Ich muss den Port 22 oder den Port, den ich da für SSH wähle, durchleiten. Und so sieht das dann in einer typischen Tabelle in einem Router zu Hause aus. Ich habe hier 22 durchgeleitet auf diese interne Adresse. Und das überfordert schon sehr viele Leute, weil sie im Router diese Stelle nicht finden. Manche Router können das gar nicht oder das ist so versteckt, dass man also das unter anderen Worten irgendwo findet und ziemlich verklausuliert ist. Dann das Problem mit dem Port Forward, wenn das nicht geht, muss ich ohne Port Forward rein. Ich mache das so, dass ich im Netz einen Server habe. Den habe ich einfach gemietet. Das kostet nicht viel, eine virtuelle Maschine. Oder ich nehme meinen eigenen Rechner in Görlitz. Da ist das Port Forwarding drin. Also ich habe verschiedene Möglichkeiten. Und darüber leite ich den SSH-Traffic. Der Root-Server im Netz ist 24/7 online. Das heißt, der steht mir immer zur Verfügung. Mit SSH-Keys absichern und dann ist das Ganze wartungsfrei. Wie geht es weiter? Wenn ich kein Passwort habe, brauche ich Schlüssel. Ich erzeuge damit Schlüssel. So sehen die aus. Es gibt einen Private Key und einen Public Key. Das sind Produkte von Primzahlen dahinter und die sind so groß, dass die eigentlich nicht mehr erratbar sind. Ich gehe dann nachher noch drauf ein. Das Problem ist jetzt, ich muss den Public Key auf die Gegenseite bekommen, also dort, wo ich hin will. Ich habe immer Client, Server und wenn ich es umgedreht mache, wechseln ihre Rollen. Dann ist der Server dann der Client. Das heißt, ich melde mich auf meinem Server mit Passwort an. Ich habe das noch nicht abgeschaltet, die Standardinstallation, da ist es ja nicht abgeschaltet. Ich melde mich mit Passwort an und auch sehr, sehr aufpassen. Dann kann ich mit Copy und Paste im Terminal, also der, hier sind die Batterien, aber was sehen die anderen mit, vielleicht geht die besser. Ja, da geht ein bisschen besser vielleicht. Ich muss diesen Key, ich mache einfach einen Cut im Terminal, Copy, Paste, mit VI oder einem anderen Editor, packe ich das Ding auf die andere Seite in die Authorize-Keys. Das ist der Benutzer, also in das Home-Directory des Benutzers. Dann stelle ich die SSH-Config um. Und also Password Authentication auf No. Starte SSH neu. Und dann kommt eine böse Falle, wo man sich ziemlich viel Ärger einhandeln kann. Diesen Login, mit dem ich mich hier angemeldet habe, bitte nicht verlassen. Denn der funktioniert noch. Wenn irgendetwas schief geht, bin ich immer noch drin und kann das anpassen und ändern. Das heißt, ich nehme einen zweiten Login, teste das und erst wenn alles funktioniert, melde ich mich ab und das war's.
Also mir ist es mehrfach passiert, dass man sich so Sachen selbst aussperrt. Und dann nützen Telefonanrufe nichts, weil eben die Gegenseite nicht weiß, wie gehe ich damit um. Okay, dann Sicherheit. Ich habe hier ein wunderschönes Spiel mitgebracht, da gehe ich dann noch drauf ein. Kennt das jeder? Ich zeige es dann. SSH Sicherheit. Wir wissen natürlich, es ist sicher. Wir arbeiten mit Linux, das heißt, wir vertrauen dem SSH. Wenn man in die Medien guckt, dann heißt das immer, ja, die böse NSA und seitdem Snowden auch damit drin ist, kommt immer irgendetwas, ja, die haben riesengroße Computer und die können irgendwann jede Verschlüsselung knacken. Dann gibt es natürlich Quantencomputer, die können auch jede Verschlüsselung knacken. So kommt es in den Medien rüber. Das heißt, wir brauchen gar nicht so stark zu verschlüsseln und das hat eh keinen Zweck. Dann gibt es hier eine wunderschöne Meldung aus der Zeit. Das PDF kann sich dann jeder holen und mal nachlesen. Und das ist so ein typischer, klassischer Medienbericht. Das geht um die Bundesregierung. Die planen ein Cyberabwehrzentrum und sie wollen damit verschlüsselte Daten knacken. Haben sie ein paar tausend Arbeitsstellen eingerichtet. Wie viel, weiß ich nicht, steht in dem Artikel. In dem gleichen Artikel steht dann drin, die Verschlüsselung privater Kommunikation muss zum Standard werden und nicht mehr nur die Ausnahme sein. Das heißt, auf der einen Seite wollen sie Deutschland zum Verschlüsselungsstandort machen, auf der anderen Seite wollen sie Verschlüsselung knacken. Und das ist irgendwie sehr unlogisch. Und da steht aber so in dem Artikel drin, ich bin nicht Mitarbeiter der Zeit, die haben das so geschrieben, unter Berufung auf das Innenministerium, was da nun dran stimmt, weiß ich nicht. Das heißt, stimmt da was nicht? Gucken wir einfach an, wie arbeitet SSH. Verschlüsselung ist einfach, also muss einfach sein. Und die Entschlüsselung ist auch einfach, wenn man das Geheimnis kennt. Das bedeutet Kryptographie. Die Kryptographie gilt als sicher, wenn der Aufwand zur Entschlüsselung wirtschaftlich nicht machbar ist. Das heißt, Kryptographie muss nicht unbedingt so sein, dass ich es nicht entschlüsseln kann. Es muss nur für den Angreifer nicht bezahlbar sein. Das ist so ein bisschen ein Unterschied. Das heißt, mit Computern kann man den Aufwand natürlich sehr hoch treiben, sodass der andere da in ziemliche Geldschwierigkeiten kommt, wenn er das angreifen will. Das heißt, das Verfahren ist nicht geheim, die Schlüssel sind geheim. Da habe ich ein bisschen was gesucht, wie SSH arbeitet. Da findet man sehr schöne Artikel im Netz. Und es beginnt mit dem Diffie-Hellman-Algorithmus. Der ist hier dargestellt anhand von Farbsachen. Das habe ich aus der Wikipedia. Und man hat einen Public Key und einen Private Key. Die werden gemischt, also werden multipliziert und dann werden neue Schlüssel erzeugt, die werden ausgetauscht. Und das ist der entscheidende Punkt. Es wird angenommen, dass die Rückrechnung hier nicht möglich ist, dass der Aufwand hier sehr hoch ist. Und gleich noch was zu Quantencomputern. Die können diesen Punkt lösen. Das heißt, Quantencomputer können diese Rückrechnung machen, weil es um die Faktorisierung von Primzahlen geht. Das können die gut. Dann wird ein einfacher Schlüssel generiert und dann geht es weiter. Dann haben sich erstmal die Rechner miteinander verbunden. Die wissen noch nicht, ob die richtigen sind. Dann kommt eine Host-Key-Prüfung. Erst dann kommen die eigenen Keys hinein. Das heißt, ich verschlüssle mit der einen Seite was, das macht das SSH, schickt das verschlüsselt rüber, die andere entschlüsselt das und sagt, okay, ich habe es gelesen, schickt es zurück. Und dann wissen die beiden, die Schlüssel stimmen. Dann generieren die aus den Schlüsseln einen gemeinsamen Schlüssel. Und das Interessante ist, die eigenen Schlüssel und auch der generierte Schlüssel, die gehen niemals übers Netz. Die sind definitiv gleich aufgrund des Verfahrens, das heißt, die brauche ich nicht übers Netz zu schicken. Wer also hier den Traffic abhört, bekommt das ein Stückchen mit und dieser Teil wird sofort weggeschmissen. Der hat ja seine Aufgabe erledigt mit dem ersten Schlüsseltausch. Das heißt, wer SSH-Traffic mithört, hat keine Chance, den jemals zu entziffern, auch wenn er meinen eigenen Keys kennt. Das ist oftmals nicht so bekannt. SSH ist tatsächlich sehr zuverlässig. Dann der neue Key wird für symmetrische Verschlüsselung verwendet. Und bei Heise steht irgendwie ein Artikel, dass dieser Schlüsseltausch angreifbar ist. Aber unterm Strich ist er eigentlich nicht angreifbar. Man muss das bei Heise ein bisschen lesen. Der Artikel ist hier verlinkt.
dann geht das mit symmetrischen Schlüsseln weiter und das ist schnell, nicht knackbar. Und die symmetrischen Schlüssel werden in bestimmten Abständen mal geändert, einfach damit das wirklich zuverlässig geht. Wie funktioniert... Moment, jetzt bin ich da. Wie hoch ist der Aufwand? Diese symmetrischen Schlüssel sind sehr kurz, meistens 128 Bit. Und dann sagt man, ja, 128 Bit, warum nennt man nicht 256, ist doch viel besser. Und dazu habe ich diesen Turm. Viele Leute haben keine Vorstellung davon, wie komplex werden binäre Zahlen, wenn sie sehr groß werden. Wenn man sich das als binäre Zahl vorstellt, ich muss den einen Turm auf den anderen setzen und immer die kleine Scheibe auf eine große setzen. Ich setze jetzt die ersten zwei Scheiben um, also so, so und so. Wer jetzt auf die Uhr geguckt hat, hat gesehen, das geht sehr schnell. Und jetzt kommt etwas hinein, dass die sagen, okay, zwei Scheiben geht, vier Scheiben auch, zehn Scheiben und multiplizieren das einfach hoch. Weil zwei Scheiben schnell gehen, sagen sie, okay, 128 Scheiben gehen auch einigermaßen schnell. Und gerade für diesen Turm kann man ihm schön zeigen, schon bei 30 Scheiben bin ich bei 34 Jahren. Bei dieser Geschwindigkeit, die ich hier habe. Und es gibt eine schöne Geschichte, dass irgendwo in einem Berg sitzt ein buddhistischer Mönch, der hat 64 Scheiben und die schachtet er um. Und wenn er fertig ist, geht die Welt unter. Und jetzt müssen wir einfach mal gucken, wie lange das geht. Also bei 60 Scheiben bin ich so bei 36 Milliarden Jahre. Also das Universum besteht noch einige Zeit. Mit 128 Bit wird das natürlich noch viel extremer. Das ist eine 128-Bit-Zahl. Das ist die Dezimalzahl. Jetzt nehme ich 2000 Milliarden Computer, in dem Fall Raspis. Die Raspis sind recht flott, die können 100.000 Tests pro Sekunde machen und die kosten 100 Milliarden Dollar. Ich weiß nicht, ob ein Geheimdienst das aufwenden kann. Zumindest unser Angriffsgegner, mit dem wir rechnen müssen, hat diese Summe nicht. Nehmen wir mal an, jemand hätte diese Summe. Dann können wir also einfach rechnen, das runterbrechen und dann komme ich auf 53 und so weiter Jahrtausende. Das ist noch ziemlich lang. Und ich habe doch einen ziemlich hohen Aufwand getrieben. 200 Milliarden Computer. Und es gibt im Internet immer eine schöne Maßeinheit, die heißt Fußballfelder. Wenn man also das umrechnet, kommt man auf ungefähr 1,2 oder 1,6 Millionen Fußballfeldern, die diese Fläche an Raspis belegen. Also es ist doch eine ganz schöne Menge. Eine ähnliche Rechnung kann man machen mit Physik. Ja. Das ist die Zahl, oder das ist die Zeit, die es dafür benötigt wird, alle möglichen Kombinationen durchzuführen. Ja. Die Suchappe ist in dem Moment zu Ende, wenn ich die richtige habe. Ja. Also das heißt, die kann sich enorm verkürzen. Wenn ich Glück habe, ja, aber das Glück ist sehr selten. Das ist die Thermodynamik. Eine schöne Geschichte, es fällt Ihnen ein Ziegelstein auf den Kopf. Das kann passieren, ist gar nicht so selten. Jetzt können die Luftmoleküle, die bewegen sich ja statistisch. Es gibt eine Wahrscheinlichkeit, die ist nicht null, dass alle Luftmoleküle unter dem Ziegelstein sich in dieselbe Richtung bewegen und ihn so ablenken, dass der nicht auf den Kopf fällt. Sie können sich die Chance ausrechnen, wie Sie dem Ziegelstein entgehen können, die ist null. Gut, ich bin auch noch nicht vom Blitz getroffen worden. Es gibt einen, der wurde schon siebenmal getroffen. Also. Ja, das sind alles Statistiken und gerade auf solchen großen Zahlen basiert die Thermodynamik und deswegen zeige ich auch das ein bisschen mit Physik. Das hat der Bruce Schneier hat das gemacht auf seiner Seite, der hat das auch irgendwo abgeschrieben. Und zwar brauche ich für jedes Kippen von Bits im Rechner, brauche ich eine minimale Energie. Die kann ich nicht, aus physikalischen Gründen nicht unterscheiden. Wenn ich, er hat das hier für 192-Bit-Keys mal durchgerechnet, wenn ich die gesamte Energie der Sonne, also nicht das, was wir abkriegen, dieses bisschen, sondern alles, was rundherum ist, das ist eine ganz schöne Menge. Das ist viel mehr, als wir hier überhaupt sehen. Wenn ich das 32 Jahre lang sammle, bin ich bei 192 Bit. Das heißt also, um einen 192-Bit-Key wirtschaftlich zu knacken, muss jemand für 32 Jahre die Sonne verdunkeln. Aber ich glaube, dann hat er ziemlich viel Ärger hier auf der Erde. Das Projekt ist also nicht durchführbar. Und das heißt also, 256 Bit sind definitiv sicher. Und 128 Bit eigentlich auch.
Das gilt aber nicht für die Public-Private Keys, das habe ich vorhin schon genannt. Das sind ja Produkte von Primzahlen und die kann man mit Quantencomputern schnell zerlegen. Das heißt, das ist eine Angriffsmöglichkeit. Symmetrische Verschlüsselung ist vor Quantencomputern sicher. Also das heißt, Bruce Schneier sagt das sehr schön, solange wir Computer aus normaler Materie haben, sind Keys nicht knackbar. Es kann ja sein, dass irgendwann mal Außerirdische kommen von einem ganz anderen Universum, dann bringen die Computer mit, die das knacken. Aber die Chance ist eher gering. Und dann haben die natürlich Probleme, wenn die in unser Universum einreisen, wegen Antimaterie, die explodieren alle. Es ist also eher irrealistisch. Inzwischen arbeitet man dran, diesen ersten Schlüsselaustausch bei SSH gegen Quantencomputer zu immunisieren. Das heißt, die Quantencomputer gibt es ja noch nicht so richtig. Man hat ein paar Qubits da drin, man ist, glaube ich, jetzt bei 30 und das kostet viel Geld alles. Also das hat nicht jeder einen zu Hause stehen. Wenn es dann so weit ist, dass jeder einen zu Hause stehen hat, denke ich, dass die hier fertig sind und dass das immun ist. Also wiederum keine Chance. Jetzt Angriffsszenarien. Ich muss natürlich wissen, die Software ist nicht kompromittiert. Das heißt, ich verlasse mich in dem Fall auf die Pakete in Linux. Das ist wichtig. Wir verlassen uns mit dem gesamten Linux-System auf die Arbeit anderer Leute, denen wir vertrauen. Wenn wir den Leuten nicht vertrauen, dann dürfen wir kein Linux nehmen. Wir können nicht in SSH so tief reingucken, dass wir da alles verstehen. Dann kann der Server klein kompromittiert werden. Das heißt, ich muss die Rechner ein bisschen unter eigener Kontrolle halten. Unter Linux ist das viel leichter wie mit anderen Systemen. Das heißt, auf anderen Systemen, die leichter angreifbar sind, SSH zu verwenden, ist ein bisschen komisch. Dann kann ich in Logfiles gucken. Das ist ein Logfile, bar log out log. Da stehen alle Login-Versuche von SSH drin, auch die aus China, Russland oder Brasilien oder sonst irgendwoher. Und man sieht richtig, dass das durchgerastert wird. Da kommt meinetwegen User-Oracle, Passwort-Oracle, das kommt 10-mal. Und das kommt dann auch noch von verschiedenen Adressen. Man weiß, das war der gleiche. Und das wird komplett ignoriert. Wenn mein SSH sauber konfiguriert ist und wir haben hier das Passwort-Login abgeschaltet, lasst die da, ist wurscht. Der Nachteil von solchen Angriffen von außen ist, dieser Logfile wird natürlich ein bisschen größer und ich habe dann nur noch solche komischen Logs drin. Das heißt, wen das stört, dann kann man den Port verlegen von 22 auf den anderen, dann ist ein bisschen Ruhe. Aber das Verlegen des Ports erhöht nicht die Sicherheit. Das ist immer so ein Tipp, den man hört, verlegt den Port von SSH und verbessert die Sicherheit. Das stimmt nicht. Das ist, wenn der Port, der ist nach dem Internet hin offen und wer den entdeckt, macht natürlich da seine Sachen. Ich habe also auf dem Port 12.022 schon Angriffe erlebt. Das ist nun extrem. Irgendjemand hat den rausgefunden, mich tagelang da befeuert. Aber wenn mein Rechner dicht ist und zu ist, kein Problem. Die nächste Schwachstelle ist Social Engineering. Das ist praktisch nicht absicherbar. Das heißt, ich kann jeden beschwatzen, gib mir mal deinen Key, ich möchte gern was machen oder sonst etwas. Das heißt, das ist eine verwundbare Stelle und das wird auch ausgenutzt. Diese Phishing-E-Mails sind ein beliebtes Beispiel dafür. Und da muss man also wirklich selbst aufpassen, dass man seine Keys nicht rausgibt. Und ich muss den Server absichern, ich bin also kein Root-Login, das haben wir gehabt, und natürlich das Ding immer aktuell halten. Ich habe eine kleine Serverstruktur, die sich natürlich rumdreht und ich arbeite immer mit dem Benutzer auf der Gegenseite. Das heißt, ich habe die Rechte des Benutzers auf der Gegenseite und der andere Benutzer kann also nicht sehen, was habe ich gemacht, ich bin ja der. Das heißt, absprechen. Vertrauen untereinander haben, Familie, Freunde oder einen zweiten Account einlegen, wenn ich das mache. So sieht es aus, wenn ich Ports durchleite. Der PC muss natürlich erreichbar haben. Das Ding ist verschlüsselt, das ist Klartext. Ich habe hier im lokalen Netz einen Webserver. Gehe von hier aus. Hier liegt jetzt der private Schlüssel, hier der öffentliche Schlüssel. Gehe hier hin, das kann Raspi sein oder sonst was, und mache dieses Port Forward. Da steht es. Und ich habe das Vereinsweb genannt. Und das ist die Situation, die wir haben. Ich kann also einen lokalen Webserver betreiben, der für die 20 Leute, für denen ich die freischalte, zugänglich ist und nicht für 4 Milliarden. Das
Das heißt, ich gehe wieder zurück zu meiner Vereinszeitung, die einen gewissen privaten Charakter hat und kann dort Dinge veröffentlichen und keiner erfährt das. Ich muss nicht unbedingt Facebook benutzen, um das alles daraus zu tun. Und dann jammern alle rum, ja, Facebook erzählt es weiter. Selbst schuld. Das heißt, ich kann das leicht tun und das mache ich auch in der Praxis. Ich habe also für einige Leute einen Webserver laufen, den ich nicht unbedingt öffentlich stellen will. Dann müsste ich ihn absichern. So brauche ich ihn nicht abzusichern und das Ding läuft ständig. Und das ist also die Verbindung. Die Verbindung vom Webserver zu meinem Einmalrechner ist nicht verschlüsselt im lokalen Netz. Das ist verschlüsselt. Dann, ja. Dann kann ich natürlich auf den externen PC auch mit FTP was machen. FTP ist das alte File-Transfer-Protokoll. Das ist in SSH natürlich integriert, heißt dann FTP und ich muss in der SSHD-Config das eintragen. Das ist ziemlich gut dokumentiert und der Witz daran ist, hier läuft ein Change Root auf das Directory, wo die Benutzerdaten stehen. Das heißt also, die Leute, die sich mit SFTP anmelden, kommen nicht, definitiv nicht auf die anderen Leute. Ich muss da nichts weiter absichern. Wenn ich noch einen Lux-Container dahinter stelle, ist das Ding auch vor dem Provider, wo das Ganze läuft, komplett sicher. Jetzt ist der Client hinter dem Root. Das heißt, ich komme da nicht ran. Ich habe NAT, ich habe alles mögliche andere. Ich mache das so, mit dem Schalter minus R. Hier gebe ich einen Port an und das ist Localhost. Das ist 22, das ist der SSH-Port auf dieser Maschine. Da komme ich hin. Das im Moment auf meiner der Maschine, wo ich hin will. Das heißt, das passiert bei dem ich Fernwartung machen will. Da richte ich das ein, sage dem natürlich, dass ich dann reinkomme und der blaue Weg ist da der Rückweg. Doch, das geht wieder. Das heißt, ich komme dann rein über Localhost. Das ist das Interessante, die Blaue-Verbindung läuft über Localhost. Nicht über das Internet in Anführungsstrichen, sondern die wird komplett getunnelt. Mit SSH-P und diesem Port bin ich dort. Problemlos. Das kann man noch ein bisschen ausbauen. Irgendwo in der Welt, gehe hin, gehe zurück und fertig. Dann kann ich natürlich, wenn das ein bisschen schwieriger ist, kann ich mir einen Zwischenserver mieten, gehe bis dahin und gehe dann komplett zurück. Das will ich dann in den Demos ein bisschen zeigen. Das ist alles in dem File drin. Ich danke erstmal für die Aufmerksamkeit. Ich bin jetzt zu einem Rechner in Görlitz gegangen, der steht bei mir und das ist die lokale Adresse. Und jetzt habe ich hier etwas, ist online. Und da sehe ich, da ist ein Rechner, der heißt hier Acer, der ist hier online und ich hoffe, jetzt klappt es auch. Ich komme tatsächlich hin und dieser Acer-Rechner steht draußen. Der ist in einem ganz anderen Netz als dieser Rechner hier. Ich kenne das Netz, wo da draußen dran hängt, nicht unbedingt. Ich kenne auch nicht die externe IP-Adresse. Der Rechner meldet sich bei mir in Görlitz an und ich komme zurück. Und jetzt kann ich hier etwas machen, das kann man draußen am Stand sehen. Jetzt sieht man nichts. Jetzt läuft nämlich auf dem Raspi, den ich draußen habe, eine Laufschrift. Und wenn er jetzt da draußen steht, sieht er das schön bunt blinken und das ist recht lustig. Das kann man am Stand angucken. Das heißt, ich komme da mühelos hin und mit dem ist online. Habe ich also diese Rechner, die sich anmelden, da dort. Da ist sogar das Notebook dabei. Das Notebook hat sich auch mit Görlitz verbunden. Das heißt, ich komme jetzt hier mit LS5 direkt in das Notebook zurück. Fertig. Jetzt mache ich CD, Desktop, Touch, hoch und fertig. Hier habe ich die Datei. Jetzt mache ich, nehme ich sie wieder weg. Alles über zig Kanäle, also nach Görlitz und zurück über Localhost. Halt hoch, so, okay, und weg. Gut. Jetzt machen wir noch einen Weg. Ich gehe hier raus. Halt, Moment, irgendwie ist er jetzt hier abgestürzt, weil ich hier was gemacht habe. Gut. CD, SSH, K. Gut. Jetzt bin ich wieder in Görlitz. Und ich kann natürlich hier wieder gucken, ist online. Ich sehe, der Rechner läuft auf diesem Port. Da. Und jetzt gehe ich mit diesem Port
weiter. Ich habe das alles mit Skripten vorbereitet. Jetzt bin ich dort. Und jetzt dürfen Sie mal raten, wo dieser Rechner steht, anhand der Fehlermeldung. Okay. Jetzt machen wir ein Dreieck Root. Zum Beispiel luga.de. Und da sehen wir, wo der Rechner steht. Das ist jetzt der Router in der Wohnung. Und jetzt sehen wir genau, wo der Rechner steht. Da steht nämlich hier bei der Telekom HR. Ich muss nicht wissen, wo der Rechner steht. Das Ganze kann man noch weiter treiben. Moment, nee, jetzt bin ich da. Halt, Enter. Halt, K, halt. Dann jetzt Vorführeffekte. Halt. So, okay. Das ist jetzt wieder ein Rechner in Görlitz und da habe ich ein Skript laufen. Das sagt mir also, wer von meinen Leuten, die ich erreichen will, ist gerade online und wer nicht. Ich sehe die An- und Abmeldezeiten und das sind die Einträge der Schule in Kroatien, wo ich letzte Woche war. Da sieht man, ich war bis zum 19. April in der Schule. Da habe ich mit USB-Sticks mit den Schülern Linux zusammen gemacht. Und alle USB-Sticks haben sich mit Görlitz verbunden. Das heißt, ich konnte den Schülern sozusagen übers Netz helfen und das ging hervorragend. Die Fotos sind draußen am Stand zu sehen. Jetzt machen wir noch was. Bisschen Zeit haben wir noch. Und zwar mache ich eine Demo von X. Moment, muss erst wieder da. Auch wieder diesen Zugang. Halt, das ist jetzt zu klein wieder. Machen wir das auf dem großen Terminal. Ich gehe auf Localhost mit einem Port und bin bei mir zu Hause in Görlitz. Da ist halt. Das ist hier nicht installiert, aber ich habe hier, keine Ahnung, CD Görlitz. Das heißt, das ist ein ganz einfaches X-Windows-Programm und das läuft jetzt hier. Das läuft im Görlitz auf meinem PC. Und die Ausgabe ist hier. Und da sieht man noch so ein bisschen einen Framerate, was da gerade läuft. Das heißt, ich kann jedes grafische Programm hindurchleiten. Und das Gleiche geht auch hier mit KVM. KVM ist draußen am Stand zu sehen. Und ich habe das wieder vorbereitet. Jetzt gehe ich mit einem grafischen Desktop auf meinen Rechner zu Hause. Da bin ich. Und das ist mein Rechner. Und jetzt. Na, ich hoffe, das ist hier drin. Den Curl habe ich hier nicht dabei. Okay, gut. Dreisroot war nicht installiert. Und okay. Aber es ist wirklich mühelos, jeden Rechner im Netz zu erreichen. Und ich habe natürlich vorher, Moment, wo war die erste Stelle hier? Das ist die entscheidende Stelle. Cut, Terminal. Hier sind eine ganze Reihe Port-Forwards drin. Das sind die, die ich brauche. Zum Beispiel habe ich hier einen Webserver, der läuft hier drauf. Das ist mein Rechner, das ist mein Server zu Hause. Das heißt, ich kann die alle mit einer Kommandozeile erreichen. Wie gesagt, SSH leitet Ports durch. Und die kann ich alle über Localhost erreichen. Und jetzt kommt noch etwas, was auch ganz lustig ist. Jetzt gehen wir hier wieder rein. Raus, okay. Da. Ich habe den SSH-Agent hier gestartet, habe einen Schlüssel in den SSH-Agent hineingefügt und gehe jetzt auf einen Rechner, der liegt im Netz. Der liegt also nicht bei mir. Und wenn ich jetzt hier nach .ssh gehe, halt Punkt, halt,
cd.ssh, hat er keine Schlüssel. Das heißt, hier sind keine Schlüssel, mit denen ich woanders hinkomme. Ich kann diesen Rechner aber benutzen, um trotzdem woanders hinzukommen. Das heißt, ich muss über den SSH-Agent, den ich eben gestartet habe, bei mir hier auf dem Notebook, die Schlüssel dahin schicken. Und die bleiben nur im RAM liegen. Die landen nirgendwo sonst auf dem Rechner. Und das geht dann hiermit. So. Ich bin jetzt wieder in Kroatien auf meinem Rechner und das ist das Vorwort von dem Schlüssel. Und das heißt einfach, mach mir bitte kein Terminal auf, sondern geh weiter. Hier bin ich auf meinem Zwischenrechner und dann gehe ich mit SSH sofort weiter mit dem Port, den ich vorher hier mitgegeben habe und gehe einfach durch. Dann bin ich drüben. Wieder mit Localhost gehe ich weiter. Das heißt, wenn ich einen Zwischenrechner habe und lasse meine Rechner, für die ich Fernwartung betreiben will, sich dahin verbinden, kann ich diesen Rechner als Brücke benutzen, um in die anderen Rechner hineinzukommen. Und ich brauche aber auf meinem Zwischenrechner keine Schlüssel zu hinterlegen. Und das ist immer ganz gut, wenn der irgendwo anders liegt, in einem Rechenzentrum, da weiß ich ja nicht, wer kann da reingucken. Das heißt, dort ist nichts drin, was also irgendwo einen Zugriff ermöglicht auf andere Rechner. Und jetzt kann man natürlich sagen, gut, dieses Minus A, dieses Agent Forwarding kann man abfangen, aber dazu muss man schon ein bisschen was wissen. Also das ist eigentlich, davon gehe ich nicht aus und das sind ja nur kurzfristige Verbindungen. Und das war's. Und jetzt bin ich eigentlich mit meiner Demo fertig. Und ich habe, glaube ich, die Zeit eingehalten. Es war ein bisschen knapp, aber es steht alles hier drin. Nochmal zum Schluss. Das mit dem Ende. Da, das ist das mit dem Brückenrechner. Und das ist alles hier sehr genau dokumentiert. Das PDF steht dann bei der Luga auf der Webseite und kann man sich holen. Okay, schönen Dank. Danke für den Vortrag. Okay. Wir haben noch ein bisschen Zeit, also jetzt ist ja dann auch noch eine Viertelstunde Pause. Die können wir jetzt noch nutzen, ist wenn jemand Mittag, Fragen hat. Anschließend ist sowieso Zeit. Ja, richtig, ja. Genau. Also wenn es Fragen gibt. Ich kann ja gerne noch was zeigen oder am Stand was zeigen. Dann können wir das ein bisschen individueller machen, ja. Also wenn ich es richtig verstanden habe, brauche ich keine feste IP-Adresse irgendwo zu mieten oder sonst irgendwas in der Ich muss einen Rechner haben mit einer öffentlichen IP. Ich muss einen Rechner haben mit einer öffentlichen IP, die ich erreichen kann. Das heißt, ein gemieteter Rechner hat die und ich habe in Dollars meinen Rechner in die Prinzipien. Ach so, ja. Ich habe in Görlitz meinen Rechner mit dem Port-Format freigeschaltet. Ich habe im Router die Ports eingetragen, die ich so benutze. Das heißt, über die Ports hängt mein Rechner in Görlitz öffentlich am Internet. Oder, und ich habe mir im zweiten Fall den Rechner gemietet, eine virtuelle Maschine irgendwo für 5, 6 Euro im Monat. Und die hat natürlich eine feste IP. Genau, also die Görlitz hat keine feste IP, weil natürlich die Trennung alle 24 Stunden war. Ich habe kein DSL, ich bin bei Kabel Deutschland und da bekommt man eine feste IP. Das ist ein Glücksfall. Wenn nicht, muss ich es eben generell über die externen Rechner machen. Also wenn man, man kann aber auch, hier meine Webseite, die ist ja hier da. DynDNS oder sowas? Ja, DynDNS, das muss man manchmal mieten oder manchmal nicht mieten. Das ist sehr unterschiedlich. Ich habe diese Adresse aleofield.de, die gehört mir. Und bei dem Provider, nicht Provider, sondern bei dem Anbieter, der mir diese Adresse zur Verfügung stellt, habe ich eine Tabelle und kann alles Mögliche eintragen. Ich kann also meine eigene Adresse auf beliebige Webseiten oder Adressen zeigen lassen und die bieten auch so einen DynDNS-Dienst an. Das heißt, in einigen Fällen mache ich so, dass ich also praktisch direkt unter dieser Adresse erreichbar bin. Das heißt, ich gebe den Vorspann ein, also home. Oder home-name, sonst irgendwas, .aleofield.de ist definitiv der Rechner von dem, den ich da betreue. Und da läuft natürlich ein Skript und jeden Tag bei dem Wechsel der IP über DSL schickt er dahin das und fertig. Da brauche ich keinen externen Dienst.
denn die DNS-Dienste wechseln mal, mal sind sie da, mal nicht, oder alle Jahre muss man sich anmelden oder manche kosten dann plötzlich was. Also es gibt auch noch DuckDNS, die sind bis jetzt sehr zuverlässig. Da brauche ich allerdings wieder einen Google- oder Facebook-Account, um mich dort anzumelden, um das einzutragen. Also das hat alles Vor- und Nachteile. Ja. Kann ich noch einmal das Kommando sehen für den Jump-Host? Wo? Für den Jump-Host, also für den Zwischenregister. Das war mit Agent Forwarding, oder? Das war da. Ja, weil das Agent Forwarding hat jetzt das Problem, dass damit auf dem Zwischenrechner, wenn da ein User mit Root ist, der diese Socket verwenden kann und sich auf meinen Rechner. Richtig, das ist so, ja. Besser wäre ja da heutzutage minus groß J, wo ich den Jump Host verwenden kann, ohne dass ich einen Rückkanal habe, aber trotzdem ja. Also die Gefahr besteht natürlich, aber der Rechner gehört mir alleine. Das heißt, da bin ich alleine drauf. Ich habe den Root-Zugriff und habe auch kein Backup gemietet oder sonst irgendwas. Ich meine, das Rechenzentrum kann wahrscheinlich rein, ich weiß es nicht. Ich rechne nicht damit. Ich meine, ich habe ja auch einen Vertrag mit dem Rechenzentrum und ich muss immer irgendwelche Leute haben, mit denen ich Verträge habe. Ja, ja, ja. Aber Agent-Vorwartung ist an und für sich nicht mehr ganz. Ja, ist mir schon klar, ja. Ich mache es auch lieber direkt. Aber ich wollte einfach zeigen, was geht und dass man durchaus nicht unbedingt da andere Rechner freischalten muss, sondern durchaus sich so Stützen bauen kann im Netz. Okay, noch was? Ein bisschen laut reden, ich höre schon. Ich habe mich mit der Thematik beschäftigt, ein Windows-Rechner. Der SSH, das Sun war, auf einen Linux-Server zugriffsmäßig zu gestalten. Und wie? warum unbedingt Samba? Das ist nicht gemacht, aber das ist halt quasi nicht ganz so trivial, weil dann nicht alle Programme dafür umgehen können. Also ich habe ja vorhin Windows genannt, ich habe ein Windows PuTTY drin, das kann SSH, ich kann alles machen, was ich hier mache, das geht mit PuTTY selbstverständlich. Nein, aber Sie müssen natürlich schon den Samba-Client, der in Windows kennt, dort den Port catchen und das quasi über den SSH-Tunnel auf eine andere Maschine leiten. Warum will man Samba übers Netz haben? Ich habe das nie gemacht, dass ich Samba über das Netz schicke. Im lokalen Netz ja, da ist es eh unverschlüsselt, das ist egal. Aber ich weiß jetzt gar nicht, welche Ports Samba hat. Das sind ja, glaube ich, 3-4 Ports, um die muss man sich wieder kümmern. Und das war nicht so blöd. Ja, das sind die Microsoft Ports, ja. Ich habe es nie gebraucht, also ist das nicht Thema gewesen. Okay, ich lade Sie ein, zum Stand zu kommen. Da gibt es wunderschöne Bilder von Kroatien. Gut. Und natürlich die Demo mit dem Raspi und alles, was man so machen kann.